Moinsen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Survival Fountain of Youth. Ja, wir haben in der letzten Folge ein paar Sachen ausprobiert. Wir haben uns neu eingekleidet. Der letzte Schrei auf der Insel. Ich kann es euch leider nicht präsentieren. Modeshow sind hier nicht gestattet. Aber ihr müsst mir glauben, ich sehe sexy aus. Absolut geil. Mit diesem Blattröckchen. Müsst ihr euch vorstellen, wie meine Beine im Wind aussehen. Braun gebrannt. Voller Schweiß unter diesem Blattröckchen. Ach, sexy und lecker. So, genug der Ekelhaftigkeiten hier. Was haben wir hier? Kaffeestrauch? Gibt keinen neuen Kaffee. Okay, wir haben... Ach ja, genau. Was haben wir denn? Sind wir schon fertig hier unten? Ja, sauberes Wasser 5. Das ist noch nicht wirklich viel. Sollen wir... Der gammelt immer noch nicht weg. Was sollen wir machen? Essen. Jo, hier können wir essen. Gesalzenes Schmalz. Okay, Dehydrierer für Lebensmittel. Das könnten wir doch nochmal machen. Wir könnten doch mal hier so diese Sachen bauen. Herd mit Topf. Topf haben wir keinen. Ja, Dehydrierer. Lianenseil. Liane und das. Wie viel brauchen wir denn davon? Lass uns nochmal zurück. Ja, der geht so nicht zurück. Da müssen wir so machen. Gut, also Lianenseil. Geteilter Baumstamm. Vier lange Stöcke. Ich habe hier keine vier langen Stöcker mehr. Verarschen will er mich. So, verdunstet mit Hilfe von Sonnenenergie und kondensierten Wasserdampf dann zu Trinkwasser. Muss mit Salzwasser befüllt werden. Arbeitet nur während des Tages und in der Sonne. Je sonniger das Wetter, desto höher die Produktivität. Volumen 80 Einheiten. Vielleicht sollten wir den nochmal bauen. Großer Ast. Ich habe ein paar große Äste. Weiß nur nicht, wie viele. Das Ding, Kupfertank. Zwei Kupfererze. Barren. Da gucken wir doch mal, wie viel Kupfer wir haben. Ein Stück Kupfererz nur noch. Das sieht nicht gut aus. Okay, hiervon haben wir mehr als genug. Kupfer, Kupfer, kein Kupfer. Hier einmal. Nope. Auch kein Kupfer. Hier natürlich auch nicht. Schauen wir mal hier hinten. Vielleicht habe ich hier irgendwo Kupfer reingeschmissen. Ja? Herstellung. Kupferbarren. Das Ding hier, ja. Zwei Kupferbarren. Nö. So, wie schaut's hier aus? Hier ist auch nichts drin, ne? Nein. Und hier auch nicht. Der macht hier nur Kohle für mich. Obwohl, das macht der auch. Kupferbarren. Ah, zwei Stück. Ich brauche vier Stück davon. Ja, dann müssen wir nochmal los und das holen. Aber in der Zwischenzeit lasse ich das Ding mal Kohle herstellen. Wie schaut's aus? Ich glaube, 10 Stück braucht der, ne? Ich nehme mal 20 mit. Vielleicht können wir die ja auch reinfüllen. Und er macht dann Stück für Stück mehr. So, zeige ich mal. Ich würde gerne... Brennstofftyp Kohle. Hä? Das ist nicht der Kohleofen? Oder war das hier der Kohleofen? Brennholz. Was bist du denn hier nochmal? Brennofen. Nee. Bist du es? Nein, das ist die primitive Schmiede. Schmelzer? Ach, hier. Kohlemeier. Hier ist er. Okay. Wähle einen Bauplan aus. Kohle. Ja, wir haben noch ein bisschen Kohle, aber... Ja, du solltest schon das da reinpacken. Zum Herstellen anzünden. Okay, machen wir. Schreibe ich doch nicht direkt an, Menscheskinders. Hä? Hallo? Anzünden. Okay, er brennt. Gut, das ist drinne. Schön, schön. Okay, er nimmt auch nur 10 Stück rein. Mehr will er nicht. Dann packen wir den Rest wieder weg.
So, hier müssen wir dann nochmal gucken. Hier geht's ja nicht weg. 15 haben wir. Okay. Ausgabebehälter. Den. Und dann nehmen wir das doch natürlich. Ne? Ganz selbstverständlich. So. Packt mal zwei Stück hier rein. Ey, ey, ey. Auf hier. So, denn wir brauchen erstmal nur einen da hinten. Ah, da, ah, überall liegen diese komischen Techos. Die Schuss. Oder wie diese komischen Viecher heißen. So, du kannst mal weg. Und aus dir machen wir ein... Genau das. Für den Fall der Fälle. Was ist denn das? Steinschneider. Warum hat er den auf den Boden geschmissen? Ach, weil der das war. Tschüss. Brauchen wir nicht. So, wir flitzen da mal los. Und gucken, dass wir... Ja, die Sonne ballert. Haben die vorhin nicht gesagt, wir haben Schutz vor Sonne? Hier, 100%. Naja, gucken wir mal. So. Wir flitzen jetzt auf jeden Fall mal... Kupfer abbauen. Wo war das denn nochmal? Wisst ihr das? Könnt ihr euch erinnern? Ich natürlich nicht. Oh, was haben wir hier Schönes? Ja, ich gehe doch andersrum. Hier geht nichts lang. Huch. Kleiner Ausfallschritt. Na komm doch hoch hier. Okay. Da hinten konnte man auch abbauen, ne? Ist ja gut. Wir sind wieder überhitzt. So viel zum Thema Schutz vor Sonne. Mhm. Verarsche ist das. Nix Schutz. Geh hoch da. Okay. Die wollen mich hier verkaspern in einer Tour. Aber das läuft nicht. Oh Gott, ich dachte schon, da liegt wieder so ein Viech. So. Was haben wir hier? Hier schleichen wir uns dran vorbei. Oh, nee. Nicht du schon wieder. Und dann noch so viele davon. Da ist eine Schlange, da ist so ein Vieh. Ey, wo ist er denn? Ey, ey! Nicht so viel auf einmal! Ey, ihr Affen! Okay. Ich getroffen? Gib mir das Ding wieder. Wo ist er denn? Ey! Okay, ich bin gleich schon wieder im Eimer. Boah, diese Viecher machen mich irre. Boah, zwei Stück auf einen Haufen. Noch einer! Mein Stock ist kaputt. Mein Speer ist kaputt. Mami. Uhuhu. Boah, die machen mich irre. Die Viecher. Ich bin gleich im Arsch. Und da kommt das nächste Vieh. Genau, ihr mich auch. Aua. Erledigt. Oh. Darf doch einfach nicht wahr sein. Ah, diese kleinen Drecksviecher. Okay. Ich muss unbedingt das Zielen lernen. Hier. So. Damit gehen wir jetzt auf die Jagd. Und damit. So. Wie viel habe ich denn? Wie viel Knochenpfeile? 12. Nee. Wie viel sind's denn? Okay.
sehe nicht, wie viele Knochenpfeile ich habe. Wende Munitionsslot ein. Ja, toll. Na gut, egal. Jetzt geht's los. Jetzt pflück ich die Leute da, die komischen Viecher. Kann ja nicht wahr sein. Ich habe da schon wieder einen gehört. Och nö. Och nö. Da war direkt noch einer. Geh weg. So. Geh weg. Boah, das darf doch einfach nicht wahr sein, oder? Boah, zwei Stück gleich. Einen? Ich habe nur einen davon? Nur ein Knochenpfeil? Ihr wollt mich doch verkaspern, oder? Das meint ihr nicht ernst. Oh Gott. Läuft er mir noch hinterher? Gott sei Dank nicht. Der kleiner Penner. Och nö. War der das, der mich angeknurrt hat? Aha. Du kleiner Schisser, du. Wow, wow. Gut, das war's. Mehr habe ich nicht. Okay, Knochenfall. Hier liegt ein Knochen. Kann ich einen herstellen? Könnte ich einen Pfeil herstellen? Knochenpfeil? Nein. Da stelle ich lieber die Dinger her, die sind günstiger. Gut, die machen auch hundertprozentig nicht so viel Schaden, aber... Naja, was soll ich machen? So, ja. Wo? Oh, da lang. Okay. Klappe. Muss unbedingt wieder da hinten hin zurück. Brauche meine Sachen wieder. Wo war das nur? Wo war das nur? Hier noch ein Knochen, den nehmen wir mit. Wo ist ich hin? So, einmal im Kreis gelaufen. Super Orientierung, Sherlock. Bist ja richtiger Meister. Och nö. Hau doch einfach mal ab, du blödes Vieh. So. Ja. Du brauchst jetzt hier nicht einen auf sterbenden Schwan machen. Er zieht bei mir nicht. So. Okay, hier ist das, aber... Das ist nicht das, wo ich hin wollte. Definitiv nicht. Ist irgendwo so ein Vieh? Aha, guck mal, hier ist das. Ah ja. Okay. Bin ich denn gestorben hier drinne? Ah, guck einer an. Ne, irgendwo da hinten bin ich doch verreckt, oder? Ihre Stein. Genau hier. Au, wow. Okay, was ist hier los? Aua. Boah, die Natur ist grausam. Ja, komm her. Ich penne, haben wir schon mal erledigt. Nein! Nein! Ja, lauf weg.
Lauf um dein Leben, du kleine miese Ratte. Ja, du auch. Hau ab. Da ist noch einer. Ja, du auch. Weg. Ja. Rett nach Mami. Ihr kleinen Pissnaken. Und jetzt bist du... Das gibt's doch nicht. So. Hau ab, du. Hier, aber wo ist... Aua. Wo ist mein Sack mit den ganzen Sachen drinne? Kommt das schon wieder. Hä? Wo ist er hin? Warte kurz. Aha. Ist mein Kram? Hier habe ich doch mein Kram irgendwo verloren, oder bin ich blöd? Ich mein Kram etwa nicht wieder? Wenn ich es einmal verloren habe? Das kann ja einfach nicht wahr sein, oder? Guck, was machst du denn? Den wollte ich haben. Hätte doch mal ein bisschen gedrückt, damit ich hier mal gucken kann. Meine Güte. Kann doch nicht wahr sein. So. Wo ist er? Da ist er. Kleines Arschgesicht. Okay. Tor Nummer 1. So, erledige ich auch. Kleines Drecksvieh. Was noch einer? Oh, Baller. Okay. So. Noch einer? Boah. Wie jetzt? Warum sind denn hier so viele von diesen Viechern? Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich bin gleich schon wieder erledigt. Was ein super Schicksal ich hier doch habe. Boah! Kein Essen, kein Trinken. Nur noch dieses eine Wasser des Lebens. Egal. Dann ist es so. Dann ist es so. Okay. Da liegen tote Viecher. Da liegen auch Speere von mir. Okay, einer noch. Hoppala. Okay. Jetzt ist hier Ruhe. Jetzt kann ich mich hier in Ruhe umgucken. Und meinen Kram mal wieder einsammeln. Aber wo ist das denn? Bin ich denn gestorben, wo mein Kram liegt?
Aktion Vogelnest. Bin ich das hier? Das ist mein vergangenes Ich? Wo ist mein Kram, verfluchte Axt? So, einmal gucken. Da liegt dieses tote Viech. Da liegt noch ein... Hey! Hör mal auf damit. Das. Hier und hier. Ach, hier ist mein Sack. Hätte ich gar nicht so weit laufen brauchen. So. Noch ein Vieh. Oh, nee. Aua. Habe ich echt keinen Nerv zu. Und jetzt sagt mir nicht, ich habe die Spitzhacke vergessen. Sag es mir nicht. Ach, ich habe sie vergessen. So muss das sein. Ah, gut, ich glaube, hier ist auch gar kein. Nee. Hier ist auch gar nichts. Alles nur tote Viecher und nervige Viecher hier. War ich komplett umsonst hier. Okay. Oh. Boah, das darf doch einfach nicht wahr sein, oder? Boah, hab ich echt... Also, ich hab ein Händchen dafür. Das ist wieder so ein Drecksvieh. Ja. Renn um dein Leben, du. Hau bloß ab. Ist gut. Kann ich hier... Bisschen in Sicherheit rennen. So. Und da beende ich diese Folge auch an dieser Stelle, meine Freunde. Ich habe genug gelitten. Ihr habt euch genug kaputt gelacht über meine Stoffeligkeit. Ach, guck mal, ich bin ja zu Hause. Das ist ja toll. Na gut, egal. In der nächsten Folge schaue ich, dass wir Kupfer bekommen. Bis dahin, meine Freunde, wünsche ich euch was. Genießt alles, was ihr habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und noch besser, schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Macht's gut!